Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Nachtvorlesung nachgefragt, Ihrer Internet-Informationssendung von Asklepios. Unser Thema heute sollen Essstörungen sein und dieses ist ein wirklich sehr, sehr weites Themenfeld, denn es verbergen sich wirklich ganz unterschiedliche Erkrankungen hinter dem Begriff Essstörungen. Und welche genau, das möchte ich gerne mit meinem heutigen Studiogast etwas weiter erläutern. Herzlich willkommen, der Diplompsychologin Silke Hagener. Sie sind die therapeutische Leiterin der psychosomatischen Station für Essstörungen, für somatoforme Störungen und für Burnout und zwar in der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Gerne. Frau Hagener, vielleicht können wir am Anfang mal erläutern, welche verschiedenen, wirklich ja sehr unterschiedlichen Krankheitsbilder sich hinter dem Begriff Essstörung wirklich verbergen. Das wissen, glaube ich, gar nicht so viele, was da alles dahinter steckt. Ja, ich glaube, die bekannteste ist sicherlich die Anorexia nervosa oder im Volksmund auch die Magersucht genannt. Mhm. Es gibt aber auch die Bulimie, die Essbrechsucht. Und mittlerweile ein Krankheitsbild, was sicherlich noch nicht ganz so bekannt ist, ist die Binge-Eating-Störung. Wir sprechen häufig von Adipositas, von Übergewicht, aber nicht selten verbirgt sich hinter dem Übergewicht eine manifeste Essstörung, nämlich die Binge-Eating-Störung, die sich durch Essanfälle ohne anschließende kompensatorische Strategien, also wie Erbrechen oder die Einnahme von Abführmitteln, dahinter sich verbirgt. Mhm. Können wir vielleicht auf diese drei unterschiedlichen Krankheitsbilder noch ein bisschen eingehen? Mhm. Vielleicht können wir anfangen mit der Magersucht, haben Sie anfangs erwähnt, ist wahrscheinlich das bekannteste. Was verbirgt sich genau dahinter? Also gekennzeichnet ist die Anorexia nervosa zunächst einmal von einem starken Untergewicht. Also wir sprechen von einer Anorexia nervosa bei einem BMI von 17,5, also Körpergröße durch Kilogramm im Quadrat, so rechnet man den BMI auf. Also alles, was unter 17,5 ist letztendlich das Symptom für eine Anorexie. Was ist denn der normale BMI-Wert, den wir alle ungefähr haben sollten? Also ab dem BMI von 19,5 geraten wir in das Idealgewicht. Also noch nicht mal das Normalgewicht, sondern das Idealgewicht. Und alles unter 19,5 ist ein klares Untergewicht. Und wie gesagt, ab 17,5 spricht man dann auch von einer Magersucht, einer Anorexia nervosa. Aber es ist nur das eine Symptom. Und dazu kommt häufig und in der Regel auch eine Körperschemastörung. Das heißt, Patientinnen, Patientinnen empfinden sich als extrem fett bei einer objektivierbaren Untergewicht, also erleben sich als viel zu dick und haben auch eine verzerrte Wahrnehmung. Das heißt, auch so bei Spiegelbetrachtung erleben Patienten sich übergewichtig, während nach äußeren Gesichtspunkten tatsächlich ein ausgeprägtes Untergewicht festzustellen ist. Wie kommt sowas zustande? Also das Untergewicht kommt erstmal zustande und das ist ein drittes Symptom, nämlich durch ein restriktives Essen, das sich teilweise bei schweren Ausprägungen fast bis zur absoluten Nahrungskarenz auch steigern kann. Das heißt Menschen, die gar nichts mehr essen. Und zustande kommt es, also es gibt vielfältige Faktoren, die eine Anorexie begünstigen oder auch eine Essstörung ganz allgemein. Das Schlankheitsstreben, die Schönheitsideale haben sicherlich in den letzten Jahrzehnten diese Erkrankung gehäuft auftreten lassen. Mhm. Aber es ist natürlich nicht der einzige Grund. Es können psychosoziale Faktoren wie elterliche mangelnde Fürsorge oder aber auch das Gegenteil, eine Überfürsorge, ein kontrollierender Erziehungsstil eine Rolle spielen, unverarbeitete Trennungen, andere psychosoziale Konflikte, all das kann zu einer Essstörung beitragen, aber man muss auch gleichzeitig sagen, nicht jeder Mensch oder jedes Kind oder jede Jugendliche, die solche Erfahrung macht, entwickelt automatisch eine Essstörung. Sicherlich ist auch eine gewisse Anfälligkeit, eine genetische Prädisposition, familiäre, gehäufte psychische Krankheiten in der Anamnese finden sich und begünstigen natürlich den Ausbruch einer solchen Erkrankung. Sehr, sehr komplex. Über die Lösungswege aus dieser Erkrankung wollen wir natürlich später auch noch sprechen, Frau Hagener. Zuerst würde ich aber gerne noch mal auf die zweite Erkrankung in dem Zusammenhang zu sprechen kommen, die Bulimie, dass wir erstmal die drei verschiedenen einmal besprochen haben, dass jeder weiß, was sich dahinter verbirgt. Was hat es mit der Bulimie auf sich?
Also die Bulimie, die Essbrechsucht ist, wie schon der Name beinhaltet, gekennzeichnet von gehäuften Essanfällen. Wir sprechen von einer Bulimie bei ein bis mindestens drei Essanfällen in der Woche, die dann anschließend aus Angst vor Übergewicht, aus Angst vor Gewichtszunahme durch gegensteuernde Maßnahmen wie Erbrechen in der Regel, aber auch die Einnahme von Diuretikern oder Abführmitteln versucht wird zu kompensieren, sodass diese Patientinnen oder Patienten in der Regel eher normalgewichtig sind oder ganz häufig normalgewichtig sind, aber letztendlich diese gehäuften Ess- und Brechanfälle in der Woche zeigen. Macht das Ganze wahrscheinlich auch umso tückischer, dass man optisch nicht sofort demjenigen das ansieht, oder? Können diese Patienten das oft länger dann auch verbergen? Das hängt natürlich stark von den Lebensbedingungen ab. Also jemand, der alleine lebt, kann es sicherlich eine ganze Zeit auch verstecken. Spätestens im Zusammenleben wird es natürlich deutlich, weil diese Menschen nach Essanfälle zwar häufig auch versuchen zu verheimlichen, also typischerweise der nächtliche Gang zum Kühlschrank, der dann geplündert wird. Aber es wird doch häufig dadurch auffällig, dass diese Patientinnen auch beginnen, bei schon normaler Nahrungsaufnahme möglichst zeitnah nach dem Essen das auch wieder herauszubringen. Und das fällt über kurz oder lang aus, ganz abgesehen von den Folgestörungen, die sich daraus entwickeln. Zum Beispiel, es gibt Zahnsteinprobleme, die werden auch sichtbar. Man kann es häufig an den Händen erkennen, weil auch die Hände und Fäuste häufig benutzt werden, um Brechanfälle zu induzieren. Und sicherlich auch andere körperliche Folgeerscheinungen, die dann letztendlich auf die Erkrankung hinweisen, ganz abgesehen von dem sozialen Verhalten, dem Rückzug, der sicherlich mit all diesen Krankheiten einhergeht. Also einige wichtige Faktoren, die Sie eben genannt haben, wo eventuell nahestehende Personen auch mal drauf achten können, die so ein bisschen genauer hinschauen. Was sind das denn für Mengen, die bei solchen Essanfällen in sich hineingestopft werden? Auch das ist natürlich ein Kriterium für einen Essanfall. Also das geht weit über das übliche Maß vielleicht auch eines üppigen Essens hinaus. Also wenn Sie mal so ein Beispiel wollen, eine Patientin mit einem Essanfall kocht sich 500 Gramm Nudeln, um anschließend zwei Tafeln Schokolade zu essen, danach vielleicht was Salziges, ein Glas Gurken, zwei Tüten Chips. So könnte ein Essanfall aussehen. Alles auf einmal? Alles innerhalb einer kurzen Zeit. Da muss ich, glaube ich, mal eine Pause machen. Das muss erst mal ein bisschen sacken. Okay, und dementsprechend groß ist der Druck wahrscheinlich, bis das Ganze dann wieder beispielsweise erbrochen ist, haben Sie gesagt. Ja, genau. Wie sieht es aus mit der Binge-Eating-Störung? Die Binge-Eating-Störung ist genau wie die Bulimie gekennzeichnet von dem Essanfall, von sehr großen Mengen, auch von den gleichen Schwierigkeiten, diesem Impuls entgegenzusteuern. Aber es folgen keine kompensatorischen Maßnahmen, das heißt, dass die großen Mengen an Nahrungsmitteln werden nicht wieder herausgebracht, weder durch Erbrechen noch durch andere Maßnahmen, wie ich sie vorhin genannt habe. Und infolgedessen kennzeichnet die Binge-Eating-Störung in der Regel auch ein starkes Übergewicht, eine Adipositas. Mhm. Kann man in irgendeiner Weise erklären bei Essstörungen, welcher Mensch was für eine Essstörung entwickelt? Sie haben ja die psychischen Hintergrundfaktoren, so nenne ich sie mal, oder die ganzen Faktoren, die ursächlich sind, schon aufgezählt. Aber wer kriegt denn sozusagen was? Gibt es da irgendwelche Informationen darüber? Ich glaube, das kann man nicht so eindeutig zuordnen, dass man schon aufgrund von irgendwelchen Prädiktoren vorbestimmen kann, wer welche Essstörung entwickelt. Was wir beobachten, und das ist das, was sich auch in den Krankheitsanamnesen wiederfindet und in den Familienanamnesen, dass häufig problematische Essrituale eine Rolle spielen. Also vielleicht schon ein Schlankheitsstreben der Mutter kann eine große Rolle spielen oder viel Kreisen um äußere Attribute kann eine Rolle spielen, um eine Anorexie zu bekommen. Bei der Bulimie ist es so, dass es
eher gesehen werden muss wie eine Impulskontrollstörung. Diese Menschen beschreiben den Essanfall häufig als Versuch, eine Leere zu stopfen, ein Spannungsgefühl zu kompensieren, setzen dafür das Essen und das Brechen ein, während sich bei der Anorexie tatsächlich viel darüber an Funktionalität ergibt, dass ein hohes Kontrollerleben und die Askese auch als selbstwertsteigerndes Prinzip erkannt wird. Das heißt, gerade die Menschen und Patientinnen, häufig sind es ja Frauen mit einer Anorexie, bringen nicht selten auch eine ausgeprägte Selbstwertstörung mit, wo dann letztendlich versucht wird, durch die Essstörung den Selbstwert zu erhöhen, insbesondere darüber, sich auch tagtäglich beweisen zu können, dass man so viel Disziplin hat, so viel Kontrolle über den eigenen Körper hat. Und das ist ein ganz besonderes Kennzeichen der Anorexie. Mhm. Wie verbreitet sind Essstörungen denn eigentlich? Und kann man sagen, dass diese immer häufiger vorkommen? Ja, wie ich schon sagte, beobachten wir schon eine Zunahme der Anorexie, insbesondere in den letzten 10 Jahren. Und das bringen wir auch ganz, ganz deutlich mit vielen Schlankheitsidealen, mit Sendungen, die darauf abzielen. Germany's Next Topmodel ist ein gutes Beispiel, was auch unsere jungen Patientinnen alle rauf und runter gesehen haben und auch als Orientierungsmaßstab nutzen. Grundsätzlich würde ich sagen, wir sprechen so von Prävalenzzahlen, das heißt von der Auftrittswahrscheinlichkeit über eine Lebensspanne von ungefähr 1 bis 1,5% aller Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Anorexie zu erkranken. Bei Risikogruppen, das heißt, es gibt schon eine Essstörung in der Familienanamnese, es gibt viele psychosoziale Belastungsfaktoren, es gibt eine gewisse Anfälligkeit, eine hohe Irritierbarkeit schon seit der Geburt. Das alles erhöht das Risiko und auch damit die Prozentzahl, an so einer Erkrankung im Laufe des Lebens zu leiden. Bei der Bulimie sind es mehr, man spricht da von 0,5 bis ungefähr 3%. Wahrscheinlichkeit, im Laufe eines Lebens an einer Bulimie zu erkranken. Und die Binge-Eating-Störung ist noch so unbekannt und noch so wenig untersucht, dass wir da noch gar keine verlässlichen Zahlen haben. Mhm. Aber auch hier sprechen wir von den bekannten Zahlen und die Dunkelziffer ist natürlich wesentlich höher. Die Menschen, die gar nicht in Behandlung kommen. Was aber natürlich existenziell wichtig ist, darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus, diese Erkrankungen verschwinden nicht von selber. Das ist keine Phase, sondern das ist eine Erkrankung. Wir haben schon mehrere Sendungen in dem Zusammenhang gemacht, haben auch das schon mal thematisiert, an der man tatsächlich und auch nicht selten an der Menschen sterben tatsächlich. Also wie wichtig ist es wirklich, sich in Behandlung zu begeben und wie kann vielleicht auch das Umfeld dazu beitragen, dass das auch wirklich eintritt? Ja, absolut. Das Risiko, an einer Anorexie zu sterben, liegt sogar bei einer erfolgten Behandlung immerhin bei ungefähr 16%. Das ist natürlich eine hohe Zahl. Unbehandelt ist es ungleich größer und vor allen Dingen die Gefahr auch der Chronifizierung und der Spätfolgen ist um einiges höher. Also unbehandelt werden diese Krankheiten in der Regel, es sei denn, es sind sogenannte subsyndromale, also gering ausgeprägte Durchgangssyndrome, die vielleicht im Laufe einer Entwicklung, einer Pubertät mal kurzfristig sich ausbilden. Aber eine ausgestanzte Essstörung wird sich unbehandelt nicht zurückbilden. Und im Moment gehen wir so von Zahlen aus, dass wir, so ich glaube, nach letzten Studienlagen sagt man so, ein Drittel bis die Hälfte aller behandelten Patienten mit einer Anorexie nervosa werden komplett gesund. Aber immerhin auch bis zu 50% oder 30%, sagen wir, glaube ich, werden nur teilgebessert. Das heißt, das Gewicht steigt. Sie sind nicht mehr ganz so stark untergewichtig und damit sind die Folgeschäden nicht mehr ganz so groß. 16% versterben, auch behandelt, 6 Jahre nach Therapieende. Weil man es einfach nicht rausbekommt aus dem, oder? Ja, weil es schon so chronifiziert ist und die Funktionalität der Erkrankung, das heißt, der Krankheitsgewinn bei all dem Leiden doch zu hoch ist, als dass eine tatsächliche Veränderungsmotivation
einsetzt. Oder die körperlichen Folgeschäden wahrscheinlich gegebenenfalls auch schon zu ausgeprägt, oder? Genau, und davon gibt es vielfältige bei einer unbehandelten schweren Anorexie. Zählen Sie die nochmal auf für uns? Also was wirklich sich relativ schnell, und das finde ich auch immer sehr erschreckend, ausbildet, ist tatsächlich bei einer schweren Anorexie. Da sehen wir schon bei Patientinnen nach ungefähr einem Jahr nach bestehender Erkrankung deutliche Hirnvolumenminderung. Also das Gehirn schrumpft infolge der Mangelernährung. Das Blutbild verändert sich. Es kommt zu sogenannten, die Mineralien sind nicht mehr ausreichend vorhanden. Es kommt zu sogenannten Elektrolytschwankungen, die wiederum Herzerkrankungen nach sich ziehen, die natürlich auch tödlich sein können. Wir finden klar Gelenk-Osteoporosen, also die Knochen bieten ja auch noch Energie, die der Körper sich dann sozusagen in seiner Not versucht zu beschaffen. Das ist ein großes Thema und wir finden ganz viel hormonelle Entgleisung, sodass es zur sogenannten Amenorrhoe kommt, also dass die Regel bei jungen Frauen nicht mehr einsetzt. Das ist auch ein Leitsymptom der Erkrankung und nicht selten auch zu einer anhaltenden Unfruchtbarkeit bei Frauen. Also das sind jetzt nur mal von brüchigen Nägeln, Haarausfall und stumpfer Haut. Genau, das ist bei der Bulimie ganz stark auch festzustellen. Also wirklich massive Zahnprobleme. Also der ganze Körper und natürlich die Seele, die selbstverständlich auch, wir haben den sozialen Rückzug zum Beispiel schon angesprochen, der ganze Körper ist betroffen von einer Essstörung. Das ist keine Bagatellerkrankung, sondern es ist eine womöglich tödliche und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass wir heute hier auch zusammensitzen und das nochmal versuchen, ein bisschen publik zu machen. Natürlich jetzt die Frage, Frau Hagener, nach der möglichen Therapie. Wie können Sie Betroffenen helfen? Also der größte Meilenstein ist natürlich erstmal, dass Menschen überhaupt sich in Behandlung begeben. Der erste Gang ist in der Regel sicherlich der zur Hausärztin, zum Hausarzt. Und auch die Hausärzte versuchen häufig über lange Zeit, auch verständlicherweise und auch richtigerweise, diese Patienten erstmal zu betreuen, die Spätfolgen möglichst abzuwenden durch vielleicht auch Elektrolytzufuhr, durch eine Motivation, das Essverhalten wieder zu normalisieren. Aber in der Regel ist dann tatsächlich ein stationärer Aufenthalt bei einer schwer ausgeprägten Anorexie und auch einer schwer ausgeprägten Bulimie der erste Schritt. Weil natürlich die Überwachung, das geregelte Essen, die begleiteten Mahlzeiten bei beiden oder allen drei dieser Erkrankungen das A und O im Rahmen der Symptomtherapie ist. Also diese Patienten werden erstmal herangeführt an die Normalisierung des Essverhaltens. Das ist so der erste Schritt. Bei der Anorexie ist ein weiterer Baustein in der Behandlung die Behandlung der Körperschemastörung. Das heißt, die Verzerrung des Körperbildes wieder aufzulösen, sodass diese Patienten wirklich wieder lernen müssen, bestimmte Problemzonen, in Anführungsstrichen Bauch, Beine, Po, wieder zu berühren, auch wieder normal unverzerrt zu sehen, auch die ganzen Symptome eines Untergewichts zu erkennen, wie herausstechende Knochen. Das alles können diese Patienten nicht mehr und dafür brauchen sie eine engmaschige therapeutische Unterstützung. Ökotrophologische Beratung, Begleitung ist ein wichtiger Punkt, also auch überhaupt Aufklärung, Ernährungsberatung, Essprotokolle, also auch zu beobachten, in welchen Situationen habe ich zum Beispiel den Drang, nach einem Essanfall oder den Drang, das Essen wieder herauszubringen, welche Gefühle stecken dahinter, all das sind wichtige erste Bausteine in der Behandlung. Wie lange dauert so ein stationärer Aufenthalt? Also wann können Sie die Betroffenen sozusagen entlassen mit einem guten Gefühl und mit der Hoffnung, dass das Ganze auch gefruchtet hat? Das ist im Prinzip unser größtes Dilemma, weil Sie können sich vorstellen, eine Patientin mit einem BMI von, ich sag mal 13, 14, also auch tatsächlich schon in einem eher lebensbedrohlichen Zustand, braucht lange, bis sie erstmal wieder ein BMI von 17,5, 18 erreicht, also in einen körperlichen Allgemeinzustand kommt,
wo man auch eine Entlassung vertreten kann. Mhm. Gerade wenn man sich vorstellt, dass mehr als 700 Gramm Gewichtszunahme in einer Woche physisch und psychisch nicht vertretbar sind. So haben wir natürlich schwer anorektische Patienten häufig 12, 14, 16 Wochen am Stück in dem ersten Behandlungszyklus und nicht selten brauchen wir noch weitere Behandlungsintervalle, um das Verhalten zu festigen, um den Transfer, also auch die Möglichkeit, das zu Hause weiterzuführen, mhm. zu gewährleisten. So dass es nicht selten vorkommt, dass Patienten 12 Wochen am Stück da sind, dann ein paar Wochen nach Hause gehen, dann nochmal 4 bis 6 Wochen in ein zweites Intervall kommen. Bei der Bulimie ist der Behandlungszeitraum schon in der Regel deutlich kürzer, weil schneller ein ambulanter Übergang gewährleistet mhm. werden kann. Was ist denn wichtig, wenn Sie Patientinnen entlassen? Was möchten Sie ihnen mitgeben, damit auch das Rückfallrisiko zum Beispiel gering gehalten wird? Ich habe mal was gehört von einem persönlichen Erklärungsmodell, also dass sich Betroffene wirklich ihrer Erkrankung auch bewusst sind, ihrer Fehlverhalten. Was geben Sie denen mit an die Hand sozusagen? Ja, das ist natürlich ganz entscheidend, dass Menschen erstmal verstehen, was hat sie in diese Krankheit hereingeführt, welche psychischen Belastungsfaktoren, welche vielleicht emotionalen oder Sozialkompetenzdefizite haben dazu geführt, die Krankheit als Weg, als Lösungsweg zu suchen. Mhm. Das ist das sogenannte Erklärungsmodell. Auch sicherlich, was gibt es für akute Auslösebedingungen, was hält die Erkrankung auch aufrecht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, auch ein weiterer Baustein der Therapie. Wichtig ist, glaube ich, damit Patienten lang stabil gesund bleiben können, dass wir irgendwann uns von der symptomorientierten Therapie mehr dem Hintergrund zuwenden, also den Belastungsfaktoren, den emotionalen Defiziten und Patienten auch ganz ausgesprochenermaßen in ihrem Selbstwerterleben stabilisieren und ihnen Möglichkeiten an die Hand geben, andere selbstwertstärkende Faktoren in ihr Leben mit einzubeziehen, außer die absolute Fixierung auf den Körper und auf äußerliche mhm. Schönheits- oder Attraktivitätsattribute. Was wäre das denn zum Beispiel, so ein selbstwertsteigernder Faktor? Menschen, die unter einer schweren Essstörung leiden, sind in der Regel nicht mehr in der Lage, Kontakte aufrechtzuerhalten, sich empathisch anderen Menschen zuzuwenden, sich für politische Wertenormen zu interessieren, sich sozial zu engagieren, eine Berufsperspektive zu entwickeln. Also den Blick wieder nach außen für die Welt, für das Schöne, was um sie herum sozusagen auch tagtäglich passiert? Ganz genau. Also wenn wir mit Patienten beginnen zu arbeiten, dann geben wir denen häufig erstmal so einen Überblick von, was sind so persönliche Werte, Normen und Ziele in ihrem Leben mal gewesen und wie weit haben die heute im Rahmen der sehr ausgeprägten Essstörung noch eine Bedeutung. Also da sagt eine Patientin beispielsweise, früher war ich sozial engagiert, heute habe ich keine Kraft mehr dazu. Also das heißt, es spielt keine Rolle mehr. Den Blick wieder dafür zu öffnen, dass es noch andere Aspekte im Leben gibt, die meinem Leben Sinn geben und die mein Selbstwertgefühl steigern, ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, den Sie mit aus der Klinik rausnehmen sollten. Haben Sie noch einen Tipp, Frau Hagener, für nahestehende Personen, für Freunde, für Angehörige? Ich kann mir vorstellen, dass es so unglaublich schwierig auch für diejenigen ist, die sehen, wie ein Mensch mit Magersucht beispielsweise immer mehr verschwindet, diese Hilflosigkeit. Man weiß nicht, wie soll man auf die Person zugehen. Also wie können sich Angehörige so verhalten, dass eventuell Betroffene sich in eine Therapie begeben und auch danach? Was kann man tun? Ich glaube, die Aufgabe der Angehörigen unterscheidet sich eigentlich gar nicht so sehr von der Aufgabe von Angehörigen anderer psychischen Erkrankungen. Der erste Aspekt ist sicherlich jetzt mal wichtig, bestimmte Denkfehler aufzugeben. Zum Beispiel den Denkfehler, jemand, die eine Anorexie hat, bräuchte doch eigentlich nur mal wieder zu essen, dann ist doch alles gut. Also das heißt, die permanente Fixierung auf das Essen wird natürlich auch von den Angehörigen übernommen, verständlicherweise. Oder aber auch irgendwann die stillschweigende Vereinbarung, über Essen nicht mehr zu reden, also das Tabu mit zu übernehmen. Das ist sicherlich sowohl ein Denkfehler als auch ein Fehler in dem Verhalten, wenn auch sehr nachvollziehbar. Und ich, genauso wie jemand, der unter einer Binge-Eating-Störung oder einer Bulimie leidet, nicht einfach nur aufhören muss zu essen.
Der nächste Punkt ist, dass Angehörige, glaube ich, klar sein müssen, inwieweit sie eine Essstörung durch ihre Präsenz, durch ihre Unterstützung bereit sind, aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, die größte Hilfe auch für junge Frauen, und da sind sicherlich die Eltern von Minderjährigen noch häufig im Vorteil, ist zu sagen, du kannst hier zu Hause nicht mehr sein, wir werden letztendlich dir nur noch die Möglichkeit zur Verfügung stellen, in die Klinik zu gehen, kann manchmal ein wichtiger erster Schritt sein. Bei erwachsenen Angehörigen ist es natürlich nicht so einfach. Da wäre es sicherlich gut, auch deutlich zu machen, dass die Essstörung nicht nur für den Betroffenen selber, sondern auch für die Angehörigen eine enorme emotionale Belastung darstellt. Mhm. Und sich sicherlich auch die Frage stellt, inwieweit man bereit ist, dieses mitzutragen, um nicht in einer sogenannten Co-Abhängigkeit auch verhaftet zu bleiben und damit die Krankheit aufrechtzuerhalten. Haben Sie da noch ein paar Ansprechstationen? Wo kann man sich womöglich als Angehöriger eben auch hinwenden? Gibt es da Selbsthilfegruppen oder vielleicht auch direkt an die Asklepios-Kliniken? Was meinen Sie? Wo soll es hingehen? Unsere Klinik selber ist natürlich in erster Linie Ansprechpartnerin für die Patienten selber, aber es gibt in der Stadt Hamburg viele Beratungsstellen, die ein explizites Angehörigenangebot machen, auch zum Thema Essstörung. Da fällt mir spontan die Beratungsstelle Waage e.V. ein, kann man sich gut merken, eine Beratungsstelle für essgestörte Frauen und deren Angehörige. Es gibt noch eine weitere Beratungsstelle für junge Mädchen, das ist Kajal, wie der Kajalstift, auch eine Beratungsstelle, die sowohl Betroffene als Angehörige berät, geschlechtsunspezifische Beratungs- und Kontaktstellen für Betroffene und Angehörige ist, glaube ich, die Brücke in Hamburg. Mhm. Also das sind, denke ich, gute erste Anlaufstellen für Angehörige, sich coachen zu lassen im Umgang mit essgestörten Kindern, Partnern, Partnerinnen. Etc. Und lieber einmal zu früh hingehen, einmal zu oft sich beraten lassen, als womöglich zu spät, wenn die Spirale schon zu weit fortgeschritten ist. In jedem Fall. Und auch letztendlich achtsam sein, da auch Sportangebote häufig ein Hinweis oder exzessives Sporttreiben auch ein Hinweis auf eine bestehende Essstörung sein kann. So als Nachklapp nochmal. Ja, wichtiger Tipp nochmal zum Schluss. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Frau Hagener, dass Sie heute da waren. War ein äußerst interessantes Gespräch. Danke. Ich danke Ihnen. Ihnen auch. Vielen Dank für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie konnten einige interessante und sehr, sehr wichtige Infos aus unserer heutigen Sendung mitnehmen. Wenn Sie Interesse an weiteren medizinischen Themen haben, dann klicken Sie einfach mal rauf auf unsere Internetseite www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Vielleicht sehen wir uns ja gleich schon zur nächsten Sendung wieder. Ansonsten bis bald, hoffe ich. Tschüss.